Mit dem zweiten und dritten Tag in St. Anton am Adelberg, wo die Ski-Alpin-WM der Jugend ausgetragen wird, ist Spannung geboten. Gab es gestern mit der neuen Kombination Super-G und Slalom einen interessanten Event. Wir möchten euch auf SportTV 22 recht herzlich begrüßen. Ja, wo die deutschen Mädchen unter den Augen von Ski-Alpin-Chef Andreas Böhlacher, der seit 2023 verantwortlich ist, im deutschen Damenlager, zeigten die beiden Mädels ein beherztes Rennen und somit die ersehnte Medaille. Noch am Vortag, wo die Favoritin Emma Eichner in der Abfahrt nicht ihr Potenzial abrufen konnte, gab es mit dem ersten Teil des Super-G eine gute Endzeit für Emma Eichner. Und somit wurde im Slalom dann die volle Konzentration auf die junge, sympathische Elina Lipp gelegt, die einen grandiosen Slalom fuhr und somit die Silbermedaille und den Vize-Weltmeistertitel für Deutschland sicherte. Mit dem dritten Tag und dem Riesentorlauf der Damen geht es weiter um den Kampf, um den Weltmeistertitel. Ist es die erste Medaille für Deutschland oder werden heute die deutschen Mädchen mit Laila Illig nochmals in die Medaillen eingreifen? Eine starke deutsche junge Mannschaft wurde in den letzten Jahren top aufgebaut im Lager der deutschen Alpin-Mädchen. Ja, und so kann Andreas Böhlacher zurückgreifen auf ein starkes, erfolgreiches Team aus Deutschland. Lassen wir uns überraschen, wer wird heute mit dabei sein? Gibt es Medaillen für Deutschland, Österreich, Schweiz oder die anderen Länder? Wir berichten auf www.tv22.tv.